Hallihallo, ihr Süßen, herzlich willkommen zu einem neuen Aufgebraucht. Ich werde diesmal aber noch ein Teil dranhängen. Ich will nur den gelben Sack voll machen, also es sind ein paar gelbe Sackdinger drin. Und deswegen habe ich gedacht, ich hoffe, ich habe keinen Salat zwischen den Zähnen. Ich habe mich abgeschminkt, ich habe mich heute schon zweimal geschminkt und es reicht. Meine Augen sind dermaßen empfindlich. Ich hoffe, ich kann morgen überhaupt irgendwas schminken. Ja, willkommen zu meinem Müll. Ich habe hier was leer und das wollte ich jetzt einfach wegschmeißen. Zum einen die Hip zartpflegende Feuchttücher, die habe ich sehr, sehr gerne für meine Swatches benutzt oder auch, wenn ich Fallout hatte, ne, weggemacht. Das hat super funktioniert. Sehr nicht so reizend wie, finde ich, Make-up-Tücher. Zum Beispiel finde ich die von Nivea totales Flop. Es reizt, es tut weh, es brennt. Also für mich nicht geeignet. Dann habe ich hier Gillette Simply Venus, die habe ich zwar nicht leer gemacht, aber die habe ich nachgekauft und umgefüllt. Die zeige ich euch aber super gerne, weil das sind am allerliebsten meine Rasierer. Was für Rasierer benutzt ihr? Das ist so ein Ding, was mich interessiert. Dann aussortiert habe ich diese Hüllen. Die habe ich die ganze Zeit aufgehoben, weil ich gedacht habe, ja, ich brauche die, ich brauche die, ich brauche die nicht. Ich brauche die nicht, die kommen direkt in die Tonne, das nervt. Dann haben wir Zahnstocher. So eine Zahnseide mit Zahnstocher-Sticks, also Zahnseide-Sticks leer gemacht. Die finde ich richtig gut. Die mag ich und kaufe ich auch wieder nach. Dann auch pflegendes Freiöl. Das hat für ein Bein gereicht. Fand ich toll. So sieht es aus. Fand ich toll. Würde ich wieder nachkaufen. Dann habe ich leer gemacht meine Asai Güzülü Gesichtsweißerchen. Ja, das mag ich richtig gerne. Wie gesagt, kaufe ich immer wieder nach, so Rosenwasser würde ich auch wieder nachkaufen, sage ich mal. Roch sehr gut, war sehr also meine Haut war nicht empfindlich und nix. Es hat mir sehr gut gefallen, hat 1,80 € in Hamburg beim Türken gekostet. Mega geiles Teil, muss ich aufheben wegen dem Projekt, ne? Dann sortiere ich aus meine Oral-B elektrische Zahnbürste, das ist ein totaler Fail. Ich finde sogar die Kinderzahnbürste von Oral-B mit nicht mit Akku, sondern mit Stecker, ne? Wo man immer wieder laden kann. Viel, viel besser als die. Die rotiert überhaupt nicht gut. Die ist, habe ich das Gefühl, da müssten solche Batterien rein, damit, ja, ist einfach schrottig. Und wenn ich mir eine nachkaufen würde, dann, ja, eine, die funktioniert. Dann sortiere ich eine Zahnbürste aus. Die war echt, also mein Freund hatte eine, das war so ein Montagsprodukt, den hat er jetzt noch. Da sind diese Borsten rausgegangen. Das hat ihn sehr gestört und dann hat er es weiter benutzt und ja, er ist da eigentlich unkompliziert. Es hat trotzdem funktioniert und das kann ich euch nicht empfehlen. Also ich habe auch keine Ahnung, von wo die sind. Da ist auch kein Label dran. Meine Mama hat sie mir mitgebracht. Dann der gemacht fürs Klo. Also wir benutzen sie mittlerweile nicht ganz mehr so fürs Klo, sondern für die Zahnspange meiner Tochter. Das kann ich nur empfehlen, wenn Zahnstein dran ist. Das entfernt eigentlich mega gut den Zahnstein und zwinge ich sie immer dazu, das zu machen. Dann leer gegangen ist auch ein Made Sensitive Face and Body Cleansing Gel, mildes Waschgel und Körperwaschgel. Nein, es ist nicht mild, es hat in den Augen gebrannt, ich war erblindet worden, also es war echt furchtbar. Ich kann euch das nicht empfehlen. Für den Körper war wiederum super und nichts hat gepritzelt. Artemis. Sieht sehr medizinisch aus und sehr teuer, aber irgendwie hat es bei mir zum Beispiel gebrannt. Und ich habe es öfters mal fürs Gesicht einfach benutzt, weil es halt... Ja, da kommt so minimal was raus. Ihr seht, ich bin ein fauler Mensch, ich muss das direkt rausdrücken. Ja. Dann habe ich leer gemacht, diese Augenbrauenformer. Also sie sind zwar nicht leer, irgendwo fliegt noch einer rum. Ich kann es euch aber nicht genau sagen. Ich kann sie euch nicht von den 1-Euro-Shop empfehlen, weil die Klingen so groß sind. Also die sind so groß und ich will da nicht am Auge rummachen. Ich möchte lieber was Kleines. Sieht nicht so scharf aus, muss ich sagen. Ich habe damit immer wieder meine Pakete geöffnet. Das hat wiederum gut funktioniert. Also deswegen sind die auch noch. Dann Wasserfarben. Ja, rot von meinem Sohn. Die waren schon ziemlich feucht drin, ne? Also es war nur noch ein Klumpen. Dann hat er das komplett bespielt in einem Waschgang, weil ich wollte das jetzt nicht immer wieder. Dann etwas, was mich sehr überrascht hat. Nachdem ich meine Locken gemacht habe, hatte ich das Gefühl, meine Haare waren doch ziemlich trocken. Also ich finde, Locken sind ja relativ trocken. Und habe ich diese Ahorn
wahre Schätzereihe Balsam benutzt. Der Duft hat mir sehr gut gefallen, auch die Pflegewirkung. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich habe eine Haarkur drin. Aber wie gesagt, ich benutze nicht so gerne so weiches Zeug in meinem Gesicht. Dann aussortieren, definitiv, weil ich möchte mir das nicht ins Gesicht schmieren. Ich habe so tolle Primer und möchte nicht etwas reinmachen, wo ich das Gefühl habe, dass es umgekippt ist. Irgendwie kann ich mich damit nicht abfinden, das zu benutzen. Deswegen schmeiße ich das weg. Dann auch aufgebraucht. Oh, danke, 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 meine Liebe. Habe ich das hier geschickt bekommen. Pantene Prove. Ich bin ein absoluter Fetischist, was Pantene Prove angeht. Ich liebe Pantene Prove. Und ich weiß es nicht, ob es noch die... Nee, das ist schon die neue Formulierung. Pantene Prove früher war viel, viel angenehmer. Ich habe es viel, viel lieber gemocht. Und ich habe immer das Repair and Care gekauft. Das war so mein Shampoo Jahrzehnte. Ja, es ist heute noch. Dann eine Foundation, von der ich nicht so ganz begeistert war. Die war auch viel zu dunkel. Die musste ich dann trotzdem noch mischen. Ja, wenn, dann möchte ich eine Foundation haben als Pröbchen, die ich auch benutzen kann. Nicht jeder natürlich, aber wäre ich schon, ja, also wäre ich schon so dunkel. Das ist wahrscheinlich 10%. Bekommt man dann den Volltreffer, ja. War nix. Black Sugar Perfect zweifach Anwendung. Also ich habe es für zweimal benutzt. Von Skin Food fand ich sehr angenehm, aber ehrlich gesagt könnte ich auch selber ein Zuckerpeeling herstellen, wenn ich das mache. Also es war so ein Sachet, nein, aus der Tube, ja. Oder ja, nix, wo ich meine Finger reinstecken muss. Ich finde das eklig vom Gefühl her. Wenn das zwischen den Fingern stecken bleibt, das mag ich nämlich auch nicht beim Peeling-Handschuh. Deswegen benutze ich so einen Peeling-Waschlappen. Finde ich besser als das hier. Ja. Dann habe ich noch leer gemacht. Ja, Baby Vita Kindermilch 2+. Trinkt er super, super gerne. Lieben wir. Also liebt er. Ich will es eigentlich nicht mehr. Aber er bekommt es trotzdem noch gerade, weil er es einfach braucht. Dann a Classic Finish. Ich kann dazu sagen, dass ich das viel, viel besser finde als das, was ich im vom Profissimo oder von, wie heißt denn das? Ich glaube vom Profissimo. Also von DM, der Eigenmarke. Denkt mit vielleicht. Ja, Classic finde ich richtig gut. Hat die Spülmaschine wirklich selber noch mit sauber gemacht. Also ich schwöre doch auf Finish. Besser als wenn ich 1 Euro weniger zahle oder 2 Euro und dann jedes Mal noch einen Spülgang brauche, ist für mich nicht kostengünstiger. Dann habe ich hier ein paar Düfte, die ich euch einfach zeigen wollte. Die sind nicht leer. Zum einen habe ich die 83. Ich kann euch nicht sagen, die 83 ist, glaube ich, dieses Isay, was ich von der Melleflori mal als Bodylotion bekommen habe. Liebe ich absolut. Das ist ein Duft, die 108 habe ich mir einfach mitbestellt, bin ich da mal, oder ich verwechsel die Düfte. Ich werde auf jeden Fall nochmal ein Video hochladen zu diesem Larisé. Dann von etwas, wo ich enttäuscht bin, ist Larisé 100 und, ja, was bist du denn? Scheiße, das ist auf jeden Fall Dior Sauvage, leider steht es nicht da. Dior Sauvage, ich habe leider das Ding weggemacht, ich versuche es mal euch einzublenden. Dior Sauvage, ja, ein minimaler Hauch wie Eau de Toilette. Das ist ja Eau de Parfüm ist es aber nicht. Ich finde, das riecht eher wie ein Toilette und ganz leicht. Also, wir waren beide so ein bisschen enttäuscht, dass es nicht ganz so Sauvage-mäßig ist. Sonst hätte ich lieber den Zwanni, sage ich mal, aufgehoben für den Sauvage, weil da flippe ich ja aus, wenn ich den rieche. Da flippe ich wirklich aus. Dann habe ich Liebeszauber leer gemacht. Ja, ich habe meinen Schatz verwöhnt. Nein, Quatsch. Ich habe ihn nicht verwöhnt. Das ist, diese Duftöle benutze ich öfters mal, um diese Spender für die Stäbchen voll zu machen. Ganz einfach. Easy peasy, ne? Hallo. Bis zum nächsten Tag. Ja, Overdress des Todes läuft bei uns. Meinen pinken Look habe ich gerade geschminkt. Ich hatte gerade ein bisschen Motivation. Ich bin so ein bisschen bleich unterwegs. Ja, obwohl ich genug Bronze drauf habe. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Die krassesten Wimpern, die ich habe ich aufgelegt.
und ein bisschen Pink. Ein bisschen Pink schadet nie. Wir fangen an, aufgebraucht wieder mal einiges. Und auch dekorative Kosmetik ist einiges leer gegangen. Ich werde euch jetzt einfach zeigen, was ich aussortiere. Aussortieren werde ich das hier. Das ist, ja, es ist orange. Ich mag orange nicht. Ich habe das genommen, weil es das Einzige da war. Und ein bisschen meinem Sohn, ja, dass er Spaß dran hat. Ich bin gerade am überlegen, welches Jahr wir haben. 2019, ne? Irgendwie war ich auf 2020. Tolle Box. Ist nicht kaputt gegangen. Wir haben die jetzt in Blau-Weiß. Finde ich viel, viel schöner. Und deswegen, ja. Meine allerliebsten Popotücher sind die hier. Ah, das könnte auch so ein Einmalwaschlappen sein. Oder für die Kinderpopos. Richtig geil. Also wenn ihr das mal im Müller entdeckt, nehmt euch auf jeden Fall mal eine Packung zum Probieren mit. Das ultraweiche mit Shea Butter und Micellentechnologie. Ich muss sagen, das ist echt das einer der besten Produkte. Ich sehe so hell aus. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Ich glaube, so ist besser, oder? Nein, gar nicht. Oh, große, große Liebe, Lenore. Mit Febreze. Richtig geil. Also ich bin ja letztes Jahr drauf gestoßen. Ich glaube, letztes Jahr, Ende des Jahres, genau, bin ich drauf gestoßen. Hammergeil. Kann ich euch absolut nur empfehlen. Absolut. Richtig geil. Einfach nur Hammer. Es riecht so frisch gewaschen. Vor allem, wenn man sie sofort aufhängt und dann auch noch draußen. Bombe, Bombe. Es ist auch ein Duschgel leer gegangen. Hallo. Es ist ein Duschgel leer gegangen. Also ich glaube, ich habe einen erfolgreichen Monat gehabt. Von Balea. Creme, Soft Creme Dusche. Ich muss sagen, es ist der neutralste Nivea Soft, also so richtig leichter Nivea angehauchter Duschgel-Typ. Ich mochte das total gerne, obwohl ich ja keine geligen Konsistenzen mag. Es war aber eher so was dazwischen. Es war zwischen Gel und Creme. Das ging noch, hat mir noch ganz gut gefallen. Auch der Duft hat man eigentlich in der Dusche nicht wirklich wahrgenommen. Es war einfach nach nichts neutralisierend und es war eigentlich ein tolles Erlebnis. Hat die Haut nicht ausgetrocknet. Ich creme mich leider nicht immer ein. Wenn ich dazu nicht komme, dann keine Zeit halt. Dann Handspülmittel von Ecova. Dieses hier. Du, ich fand das richtig gut. Also es hat wirklich gut gereinigt. Der Geruch war auch okay. Hier steht, sollte nach Lilie und Lotus duften. Hier ist ein bisschen Wasser noch drin gemischt. Ja, es hat richtig das Fett weggemacht. Ich konnte was, ich denke, für die Umwelt tun. Wir sind Reinigungswelt. Wir haben keine Angst davor. Ich sauber jeden Tag selber. Keine Ahnung, was es machen soll. Auf jeden Fall hat das Geschirr auf jeden Fall den Fett weggenommen. Und es ist genau das, was stark gegen Fett, pflanzenbasierte und mineralische Inhaltsstoffe schonend zur Hand, und das fand ich auch. Also danach sind nicht ganz so die Hände empfindlich. Ich benutze ungern Gummihandschuhe. Wow, das war überbelichtet. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, so ist besser, oder? Nicht ganz so überbelichtet. Sonst kommt die Kamera ja gar nicht damit klar. Naja. Auf jeden Fall habe ich hier noch einen Arbeitsplattenreiniger. Keine Ahnung. Ist von W5. W5, so sah das Teil aus. Ich habe das eigentlich ehrlich gesagt für 1,60 Euro nur wegen der Verpackung gekauft. Ich wollte so ein Zeug reinsprühen, das werde ich auch aufheben. Da werde ich einfach was reinpanschen und gut ist. Ich bin ja so eine Panscherin. Dann habe ich hier leer gemacht Essig Essence. Ich zeige euch das, weil ich das oftmals zum Entkalken benutze. Oder ich habe damit auch schon des Öfteren mein Waschbecken gereinigt, also das heiße Wasser. Was dann mit dem Zeug gemacht worden ist, damit der Wasserkocher sauber wird. Und dann habe ich das reingekippt in Rohr und dann ging das eigentlich auch. Dann auch endlich leer gegangen ist tatsächlich mein Rosenwasser mit 1,60 Euro. Voll. Ach, das riecht so lecker und hat wirklich meine Haut schonend gereinigt. Ich hatte auch weniger, sag ich mal, Mitesser, als ich das viel regelmäßiger benutzt habe. Bei mir fängt das hier so langsam an. Ich weiß nicht, ob das jetzt an Nyx liegt oder an was anderes, an der Creme, die ich benutzt habe. Ich habe keine Ahnung, ich kann es euch nicht sagen, aber es ist schon heavy. Dann habe ich den Frosch Grapefruit Fettreiniger. Ich kann euch das absolut ans Herz legen, so sieht das Ganze aus. Hammermäßiges, geiles Zeug, denn man kann damit Edelstahl
Abzugshauben reinigen, ja, da lagert sich oftmals Fett ab, obwohl man dann die vielleicht nicht so oft benutzt und trotzdem ist da so viel Fett drin. Und man kann das aber super reinigen, es gibt keine Streifen, es sieht einfach perfekt aus, als hätte man einen Edelstahlreiniger genommen. Ja, mochte ich sehr gerne. Dann eine Creme, eine Gesichtscreme von Nivea. Ein absolutes Highlight ist die Glow-Creme. Die werde ich auch tatsächlich nachkaufen. Das Döschen hebe ich mal auf. Vielleicht punche ich da mal was anderes rein. Aber diese Glow 2-in-1 Tagespflege und Make-up-Base, wirklich ein Hammerprodukt, trocknet meine Haut unter dem Make-up nicht aus, versorgt es so weit, dass ich einfach meinen Frieden finden kann, mein Make-up aufzutragen, ohne lange zu warten, ohne dass es fettig ist. Oh. Unterlagert oder irgendwas. Und auch am Tagsüber bin ich wirklich gut versorgt damit. Also ich kann euch das absolut ans Herz legen. Das war total das gute Teil hier. Und es, sobald ich im DM bin, werde ich auf jeden Fall ein Backup kaufen. Wer weiß, wann Nivea das wieder aus dem Sortiment nimmt, wenn es mal so gut ist. Dann habe ich eine Gesichtsmaske gemacht. Ne? Hier stand ja irgendwas von jünger aussehen, glättet die Haut nachweisbar. Ja. Also, ich muss euch sagen, ich sehe immer noch, ich fühle mich gefühlt älter, als ich bin. Heute zumindest, ich bin ja leicht erkältet und es zieht sich dann immer bei mir wie ein Kaugummi. Calera Vera, nein. Also mein Sohn und mein Freund hatten das Gefühl, sie müssten mir die ganze Zeit im Gesicht dätschen, weil das so eine, das war so eine schleimige, gelige Spitzen. Also so Gelzeug ist nicht so meins. Also es war kühlend, im Sommer kann ich es mir gut vorstellen, es ist einfach über den Tag, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es so wie ein Tuch richtig getränkt ist, sondern dieses Gel ist schnell ausgetrocknet an der Luft. Von daher kein Nachkaufkandidat. Vielleicht mal im Sommer ausprobieren, wenn man was braucht, aber ich wurde davon nicht jünger und leider nicht zum Empfehlen, weil es eben so schnell ausgetrocknet ist und weil meine beiden Kerle die ganze Zeit mir im Gesicht rumgefuchtelt haben. Also Entspannung war da nichts. Von Entspannung war echt nichts zu sehen. So, dann habe ich hier Staubsaugerbeutel leer gemacht. Ich kann sie euch empfehlen. Bevorzuge aber die von Rossmann für meinen Red David oder sowas in Pink. Der ist so pink wie meine Lippen. Genauso pink. Ich liebe meinen Staubsauger. Das war ja die Abmachung, ne? Wenn ich den hole, dann nur ich saugen. Naja. Ja. Tolle Beutel, aber die von Rossmann sind besser. Dann habe ich diese Teile hier. Ich habe mir sogar das Datum. Am 30.03. habe ich sie reingehängt. Heute ist Freitag. Ich kann nicht mal nachgucken, welcher heute ist. Aber heute ist Freitag, Karfreitag. Also mindestens 14 Tage, wenn nicht 3 Wochen, sind die Dinger schon im Klo. Und ich muss sagen, ich bin immer noch beim ersten. Der hängt da nur noch an einen Zipfel, weil mein Sohn da dran war. Aber das ist immer noch. Also 3, 4 Wochen hat man wirklich was von einem so einem Stängel. Ich werde die nur noch nachkaufen. Ich scheiße, sage ich mal, auf die günstigeren, wenn die Dinger, und ich meine, wir sind 4-Personen-Haushalt, ja, wir gehen regelmäßig aufs Klo, wir sparen uns da nicht einen Spülgang, sondern spülen wirklich regelmäßig, manchmal spüle ich auch einfach so, weiß jetzt ich mein Tuch oder sowas weg, oder ich habe mir was weggewischt, ja, manchmal denke ich nicht dran und also öftere Spülgänge trotzdem zum Empfehlen, denn es hält immer noch im Klo. Wenn ich das Video schneller bearbeite, als es leer ist, nee. Also werde ich euch auf jeden Fall irgendwas hinschreiben, wenn ich weiß, wie lange das gehalten hat oder beim nächsten aufgebraucht euch sagen. Wir merken uns einfach den 30.03. Heute ist, glaube ich, der 18. oder der 19.04. Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Dann habe ich eine Bodylotion leer gemacht und zwar die also von Vandini. Es ist die hier. Warum fokussiert es eigentlich nicht gescheit? Sag mir mal bitte, was hier mit dem Fokus ist. Da. Da haben wir sie. Ich muss sagen, sie ist roch wahnsinnig intensiv. Wahnsinnig. Also wer keine intensiven Düfte mag, der sollte das besser lassen, weil das war wirklich sehr, sehr... was steht da? Tamarinde und Ingwer. Ich muss sagen, es hat aber... Ja, dieses Herbe. Das hat richtig herb gerochen. Also schon fast schon männlich. Obwohl es sehr, sehr frühlingshaft irgendwie nach Blumenwiese und... Ja, keine Ahnung, was das ist, aber sehr, sehr intensiv. Das habe ich, glaube ich, im Sale gekauft oder in Hamburg bei diesen 1-Euro-Shop da. Keine Ahnung, war aber gut. Also hat auch die Haut relativ gut gepflegt, sage ich mal. Es gab trotzdem immer noch so Trockenheitspickelchen. Dann habe ich ein Pflegekick-Serum von Balea leer gemacht. Und zwar
Es hat echt Probleme zu fokussieren, ne? Ich komme mal zu euch näher. So sieht es aus. Hallo? Will das Ding eigentlich mich verarschen? So sieht es aus. Es war richtig gut. Also ich fand's, ich würde es mir nicht nachkaufen, aber zu dem Zeitpunkt habe ich es echt gemocht. Ich mag diese Pipettengeschichten irgendwie nicht. Das nervt mich. Fragt mich nicht warum, aber ich kann so richtig was damit nicht anfangen. Ich werde das Döschen wieder aufheben, weil es eben eine Pipette ist. Man kann das immer gut gebrauchen, wenn man Alkohol reinmischt. Oder ich habe auch so einen Tropfen für Nagellack verdünnen. Und das ist in so einer riesen Flasche mit Öffnung. Und da ist das hier echt praktisch. Also falls ihr sowas habt, immer schön aufheben. Nicht wegschmeißen. Dann habe ich es zwar nicht aufgebraucht, aber jetzt kommt mal meine Review dazu hier. Von, zu diesem Vital Yes Perfector Anti-Aging Day Cream. Tagescreme mit Lichtschutzfaktor 15. Ich muss sagen, ich mag sie nicht. Und zwar habe ich das Problem, wenn ich sie auftrage, nach ungefähr 3 Minuten habe ich das Bedürfnis, einfach mich nochmal einzucremen. Es ist nicht so, dass ich es liebe, morgens eine fettige, reichhaltige Creme aufzutragen. Sie ist nicht so wie diese Glow, also diese Glow Cream. Ich trage es auf und habe das Gefühl, aha, da ist was passiert und ich habe Feuchtigkeit. Sondern ich habe eher das Gefühl, sie trocknet noch zusätzlich irgendwie aus. Und ich kann, also, Leute, lasst es lieber. Also ich kann, nein. Um Gottes Willen keine 40 Euro. Also ich bin froh, dass ich es testen durfte. Natürlich, dann muss ich nicht immer mein Geld investieren, um Sachen, Produkte und sowas auszutesten, auch für euch als Review. Aber ich kann sie auch nicht empfehlen. Genauso wie wenig ich dieses Illuminating Eye Serum von Illuminating ist nichts zu sehen. Und von, es hat manchmal hier gebrannt. Also ich bin hier am empfindlichsten im Gesicht. Ich habe zwischen Augenpartie und Wangenpartie bin ich sehr, sehr empfindlich. Und auch hier. Also hier bin ich immer da, wo man den Highlighter, sag ich mal, aufträgt. Da bin ich sehr empfindlich. Und da hat ab und zu mal diese Creme auch echt gebrannt. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Ich finde es toll, dass es in Deutschland ist und sowas. Ja, das finde ich wirklich toll und ich unterstütze auch gerne Sachen, die bei mir funktionieren. Aber ich kann sie nicht empfehlen, weil sie einfach bei mir null funktioniert hat. Ich benutze sie immer noch weiterhin, aber so, sie ist zwar besser, sag ich mal, als die Augencreme, die ich getestet habe. Aber schwierig. Leer machen, aber nicht mehr nachkaufen. Ja, genau. Dann habe ich eine Maske leer gemacht und zwar ist es diese Detox Clay Mask. Ich fand sie eklig. Ich fand sie eklig. Ich mochte sie gar nicht. Ich würde sie auch nicht nachkaufen. Ein Badesalz ist leer gegangen. Dann habe ich mit meinem Schatz verbadet. Ja, von dem Duft hat man nicht wirklich was wahrgenommen. Das ist von Dresdner Essence Taufrisch. Super schönes Design. Das riecht wirklich nach morgendliche Frische mit so einem Setting-Spray ins Gesicht gesprüht. Hammer. Aber leider in der Badewanne nicht mehr wahrgenommen. Dann, Leute, habe ich was aussortiert. Oh mein Gott, das hat mein Sohn genommen. Da war er ungefähr ein halbes Jahr. Da habe ich ihn das einmal auf die Zähne geschmiert. Das wäre heute noch haltbar. Ja, 12.2020 verwendbar und er ist jetzt 4,5. 3,5 meine ich. Er wird dieses Jahr 4. Es darf dann doch entsorgt werden. Weil wäre es noch zu, hätte ich es meiner seiner Tante vererbt sozusagen. Aber geöffnete Cremes, pff, will doch eh kein Mensch. Dann ein furchtbares Produkt hier. Das ist von St. Bernhard. Also dieser Bernhard, der hat echt einen Tick. Feine Pflegekosmetik, ja. Genau. So sieht es auch aus. Das sieht aus wie Oma, die das, also ich muss sagen, dieses Packaging ist super schlicht, ja, super toll und kann ich euch absolut ans Herz legen, so schlichte Packagings mehr rauszubringen. Ich glaube, da würden auch mehr Leute sowas kaufen. Je einfacher, je teurer sieht es einfach aus. Sie roch aber wie Oma unterm Arm. Jedes Mal, wenn ich das drauf gemacht habe, die soll mit Kollagen und Karotin sein. Nee. Leute, lasst die Finger davon weg. Der Geruch, der ist furchtbar. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Kann ich euch absolut... lasst die Finger davon weg. Fui, 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 Deivel. Wirklich fui, Deivel. Ich habe 3 Produkte, sehe ich, aus dem Projekt schon geschafft. Hammer. Dann habe ich mich eingecremt. War ganz okay. Ich habe 2 Sachets davon gebraucht.
Ist aber jetzt nur noch eins da. Dann hatte ich Anti-Pickel-Patches von Essence. Die habe ich tatsächlich auf meine, von Balea meine ich, auf meine Stirn gebeppt, weil eben, Ouch. Dann hat mein Freund ein Haargel aufgemacht. Er mag das, er hat gesagt, es lässt sich schnell auskämmen, weil ich gesagt habe, wie findest du? Mega strong ist es auf gar keinen Fall. Es lässt sich schnell aus, und er kriegt Schuppen davon, weil er es nicht gleich auswäscht. Also er müsste eigentlich direkt an demselben Tag duschen gehen oder zumindest seinen Kopf waschen. Dann habe ich leer gemacht Farbglanz-Conditioner von Balea. Finde ich ganz in Ordnung, aber ich finde nicht, dass sie irgendwas für die Haare tun. Und leer gegangen ist noch so Parfümöl, Meeresbrise. Das mache ich immer in diese Stäbchenständer. Sowas. Und für 1 Euro kann man sowas gerne mal machen. Und ich fand das echt nicht schlecht. Denn es riecht wirklich sehr, sehr frisch, aber nicht so nach mehr irgendwie. Ja. 100 Milliliter kosten 10 Euro, steht da drauf. Ja, weil 1 Euro ein 10 Milliliter kostet, ne? Ist ja lustig. Dann habe ich noch eine mega geile Creme leer gemacht. Und zwar die hier von La Casta. Leider will mein Fokus nicht so, wie ich will. Hammer! Dieses Retinol, was da drin war. Retinol in Öl Night Cream Glow. Also Glow hätte es auf gar keinen Fall sein müssen. Also bitte kein Glow in eine Nachtcreme. Was soll das? Aber dieser Geruch, der war so pudrig. Der war so angenehm. Der hat mir so, so, so gut gefallen. Ich wollte diese Creme tatsächlich nachkaufen oder zumindest gucken. Und dann bin ich natürlich wieder vom Glauben abgefallen, wie scheiße teuer sowas ist. Ich glaube, die kostet 60 Euro. Ich glaube, die spinnen. Das waren 15 Milliliter, die haben mir ewig gereicht. Und ich habe das dann noch ausgekratzt, wie ihr seht, bis wirklich bis zum Grund. Ich fand die so, so gut. Absolute, ich habe mich so reichhaltig gepflegt gefühlt. Also absolute Liebe, wirklich Liebe. Meine Güte, war das eine Liebe. Dann habe ich tatsächlich geschafft, 2 Concealer leer zu machen in der Zeit. Ich habe jetzt 1,5 Wochen kein Video gemacht. Einmal Make-up Revolution Concealer in der Farbe 0C2, Ratzeputze leer. Und ein ganz, ganz, also der geht noch. Den kann man sich holen, wenn man ein bisschen cremigere Konsistenz macht, so dickflüssigere. Wenn man flüssige Konsistenzen mit sehr viel Alkohol möchte, dann kann ich euch diesen hier, der riecht immer noch. Der riecht ein bisschen wie Kleber, wie Uhu. So, genau so. Und das war nämlich von L'Oreal, der Perfect Match Concealer. Ich weiß nicht, ob sie ihn überarbeitet haben, aber es ist ein sau furchtbares Produkt. Denn sowas möchte ich mir eigentlich nicht unter die Augen schmieren. Der hat jetzt ewig gehoben und der darf jetzt einfach gehen, weil er leer ist. Dann meine Foundation, die da drin war, ist auch leer gegangen. Ich werde auch das Flakönchen hier wegschmeißen. Obwohl die Foundation echt richtig toll ist, die da drin war. Aber die habe ich euch letztes Jahr schon gezeigt. Nur die, oder das Flakon habe ich euch gezeigt, weil da ja auch die Foundation drin war. Aber der kommt jetzt weg. Weil ich mache jetzt gerade selber eine andere leer. Ja, dann, ja, es ist schon einiges an dekoratives Kosmetik leer gegangen. Ja, ja. Dann habe ich ein Bobbi Brown Lippen Glossy leer gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, doch da. Es ist nur noch ganz unten und ganz am Rand. Das Problem ist, ich komme da nicht mehr dran. Und mit einem Ohrenstäbchen, nein Leute, ich quäl mich nicht ab. Mich nervt es schon, dass ich so blöd bin und ständig die Stopper rausmache und dann zifft das hier überall rum. Das finde ich ganz, ganz blöd. Das werde ich auch versuchen nicht zu machen, aber irgendwie ist dann der Ehrgeiz da, den es lässt. Weil es sagt sonst jemand vielleicht, ach, das ist ja gar nicht leer, man könnte ja den Stopper, mach doch mal den Stopper raus und das eklige Zeug da, nee. Das ist, eigentlich ist ein Lippenstift leer, sobald man nichts rauskriegt. Und ich kriege an diesem Applikator absolut nichts mehr. Nichts mehr. Das war die Farbe Nude von Bobbi Brown. Fand ich echt schön, obwohl es ein Braunton ist. Und ihr wisst ja, wenn ihr mich schon länger schaut, ich bin kein braunes Mädchen. Also mittlerweile habe ich mich ein bisschen an diese 90er-Jahre-Lippe gewöhnt, sage ich mal, aber auch nicht bevorzugt. Ja, genau. Dann habe ich noch einen Augenbrauenstift leer gemacht. Unglaublich. Dieser Augenbrauenstift hat wirklich sehr, sehr lange gehoben. Ihr seht, da ist vielleicht noch ein Fitzelchen drin. Ne, seht ihr nicht. Ich kann noch Fitzelchen noch drinne. Damit kann ich mir keine 2 Augenbrauen machen. Toller Augenbrauenstift. Würde ich mir tatsächlich auch wieder nachkaufen. War ein Gewicht von 0,18 Gramm drin. Fast nichts, aber der hat mir ein halbes Jahr fast gehoben.
Also 3 Monate sicherlich, und das ist eine Nummer. Das ist eine Nummer für so eine dünne Nine. Sie ist mir kein einziges Mal abgebrochen. Die Farbe war auch ganz, ganz toll aschig, aber nicht zu grünstichig. Hat mir sehr gut gefallen. Könnte ich mir wieder vorstellen. Nachzukaufen war die Farbe Taupe. Etwas, was ich aussortiere, das habe ich schon so, so lange. NYX Wonder Pencil. Ich weiß nicht, warum man sich die Augen damit auch sticht. Jedes Mal denke ich, nee, kann ich ihn leer machen. Ich schmeiße ihn jetzt weg. Gut ist. Ich schmeiße ihn jetzt weg und fertig. Ein Lippenprodukt ist noch leer gegangen. Und zwar von der Essence 2-in-1 Reihe. So sieht die Farbe aus. Das kann man noch so ein bisschen swatchen. Ich mache den jetzt weg. Er hat seine Dienste sehr gut geleistet. Ich habe ihn sehr, sehr gerne aufgetragen. Sonst wäre er nicht leer. Habe ich sehr gerne gemacht. Dann ein Concealer Corrector sozusagen. Ja, auch komplett bis zum Boden erreicht, leer gegangen. Den mochte ich am Schluss richtig gerne. Also da hatte ich den hier benutzt ohne Concealer und es sah einfach schön aufgehellt aus, war aber nicht too much. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Schade, dass Essence den rausgenommen hat. Der hätte auch so ein Becker Under Eye Brightener werden können. Dann eine Mascara, die ich aussortiere. Die ist ultra alt, verklumpt nur, also vermatscht das Ganze. Die macht nur matschige Wimpern. Man hat nichts davon, kommt weg. Ja, genau. Dann habe ich noch einen Pinsel und eine Zahnbürste und ein Pad. Gehen wir mal durch. Ein Pad, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das hatte ich damals aus der Schweiz gekauft. Das sind so Peeling-Pads. Hat mein Freund irgendwie mitgebracht, keine Ahnung. Oder er hat es gekauft, nicht ich. Und eine Zahnbürste, die ist so eklig. Also da hängt schon Tabak dran und keine Ahnung was. Ich habe keine Ahnung, wo die lag. Will ich auch gar nicht wissen. Dann habe ich noch einen Pinsel von Essence. Leider wollte ich da was entfernen, dann ist mir unten das kaputt gegangen und auch oben. Ja, sollte man vielleicht nicht tun. Dann habe ich hier White Tea von Elizabeth Arden. Das hat mir richtig gut gefallen. Da kommt nämlich natürlich nichts raus. Aber das mochte ich richtig gerne. Also doch, da jetzt kommt was raus. Das war so leicht, das könnte ich mir tatsächlich vorstellen nachzukaufen, weil das so ein zitrisch frischer, putriger Duft war, ohne schwer zu sein. Der war echt gut. Und leider kriege ich diesen 1 Milliliter da nicht raus. Schade drum. Und ein Glitzer Metal Shock Nagelpuder. Ich schmeiße das jetzt weg und das dazugehörige Scheißteil. Die ganze Hütte hat geglitzert. Also mein ganzer Boden in der Küche. Wäre das die ganze permanent, wäre es Hammer gewesen. Aber es flog nur in der Gegend. Ich hatte das Gefühl, meine ganzen Lebensmittel sind voll mit diesem Puder. Das kommt jetzt in die Tonne, das will ich nicht mehr. Sowas nervt mich. Sowas nervt mich, wenn das überall ist. Und genau das ist es. Und es war nicht mal ein schönes Ergebnis. Ich konnte es gleich wieder wegmachen und da habe ich mich geärgert. Der Tisch, der Boden, die Lebensmittel, alles. Komplette Küche hat geglitzert. Das sah echt schön aus, aber wer musste die Sauerei wegmachen? Ja. Genau, das kommt hier weg und es wird sowas nie wieder gekauft, wenn es nicht hundertprozentig safe ist, um auszutesten. Somit verabschiede ich mich, das war's jetzt. Ich sage tschüss, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis denn, ciao!